Ach ja, du kommst schon wieder. Wieder Petrochemikalien dazugekriegt und jetzt will ich meine Arbeiter reduzieren. Immerhin 20% pro Gebäude, 40% weniger Arbeiter sind 110 Arbeiter. Weil das hier alles von alleine macht, das ist top. So, kann's jetzt langsam mal losgehen. Läuft nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, da draußen ist es schweinekalt. Warum kommst du nicht rein und taust erstmal auf? Ach, guck mal, wir können sogar Petrochemikalien kaufen. 2953 Credits für 20 Stück. Lager voll. Lager voll. Mann, wenn du was brauchst, dann frag einfach einen Händler. Das ist unser Job. Ich würde ja gerne verkaufen, aber verkaufen kann ich wahrscheinlich nur an unseren Raumhafen. Und da müssen wir erstmal hochkommen. Bald können wir dich weiter aufstufen und dann geht's ins All, dann geht's zum Mond. Oi, oi, oi. Zeit ist Geld und beides schwindet rapide. Sind Sie bald fertig? Es ist genug Zeit, das zu regeln, bevor es schlimmer wird. Toller Job. Gott. Verstanden. Wir holen das Kommandoschiff. Nee, warte mal. Bestätigt. Halt, was sollen wir machen? Wir sollen das da holen, oder nicht? Und sollen das hier runterbringen, ne? Bombarder der Orbital Watch. Zerstörbares Objekt. Ach Gott, wir sollen mit der Drohne das Teil da angreifen. Ich mag die Art, wie Sie Ihre Geschäfte abwickeln. Ja, vor allem so schnell, ne? Sie sind da. Gut. Dann hat die Reise sich gelohnt. Wie wäre es mit einem kleinen Projekt? Roger. Schleppen Sie Wissenschaftsschiff. Schon wieder? Sollen wir die... Na toll. Machen wir erstmal das mit der Drohne und anschließend den Rest. Wo ist er denn jetzt hin? Ach da. Koordinaten bestätigt. So, Zerstörung. Hoffentlich macht die Drohne das von alleine. Kommandoschiff ist unterwegs. Das wird der Orbital Watch nicht gefallen. Im Gange. Ich kenne die Drohnen noch. Ich glaube auch die Eden Initiative hat mit sowas gekämpft. Sehr gut. So. Koordinaten bestätigt. Dann wollen wir die mal holen. Wir sind jetzt bei 1000 Energie in der Arktis. Also besser geht's kaum. Da haben wir ordentlich ausgebaut. Kaum zu glauben. So, Objekt angebracht. Wo soll denn das jetzt hin? Wieder zum Raumhafen zurück. Koordinaten bestätigt. Na, dann fahr mal. Ich kümmere mich derweil um andere Dinge. Guck mir den Rest hier so an. Fisch zum Beispiel könnten wir auch wieder steigern. Oder einfach mal dafür sorgen, dass weniger Leute gebraucht werden. Energiewartung 10%, Arbeitskraft 20%. Können wir gar nicht bauen. Wir haben schon wieder kein Iridium mehr. Ha! 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 Na, klasse. In einem der Foren, die ich lese, ist mir was ins Auge gesprungen und ich dachte, das könnte was für dich sein. Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 24 Metallschaum aus Ihrem Raumhafen und liefern Sie die Fracht nach Geheimnisvolle Frau. Mhm. Wie mache ich das? Ein Problem weniger, das uns Sorgen bereitet. So, hast du das Schiff abgeliefert? Nein, hast du nicht. Container nehmen. Bring ihr das mal. Ich kann mich nicht auch noch darum kümmern. Okay, befestigen Sie Schiff an Ihrem Kommandoschiff. Schleppen Sie Schiff zu John Rafferty. Gut, ich wollte mich schon selbst drum kümmern. Brauchst du nicht. Mach alles ich. Dein Name steht überall im Netz. Dankeschön, geheimnisvolle Frau. Wenn ich Geld dafür kriege, mache ich das gerne. So, ein Kommandoschiff fehlt noch. Ein Expeditionsschiff. Hier wurde schon ein bisschen was aufgebaut. Die wollen das bald sprengen. Es ist bald soweit.
Leute, wir haben es bald geschafft. Dann haben wir auch diese große Mission abgeschlossen. Unsere erste große Mission in der Arktis. Okay, dann bring es ihm mal. Ich hoffe, es kommt bald wieder einer mit Iridium, sonst habe ich bald ein Problem. Das sind echt seltene Dinge. Oder ich muss das Iridium einfach mal rüberbringen. Von unserer gemäßigten Klimazone. Ich weiß. Offenbar kann ich das von jetzt an dir überlassen. Sehr schön. Petrochemikalien ohne Ende, aber kein Mann, Iridium. Wenn du was brauchst, dann frag einfach einen Händler. Das ist. Ja, ich weiß. Es ist einfach, es ist toll, aber ich kann es nicht. So, jetzt hol mal das andere Kommandoschiff. Lass doch irgendjemanden kommen, der wieder eine Kiste sucht auf irgendeiner verdammten Insel. Da ist wieder jemand. Ah, perfektes Timing. Mein Freund, ich habe einen. Nein, ich will keine Angriffsdrohne und ich will auch nicht irgendwelche anderen blöden Aufträge, Mensch. Ich will Iridium haben. Gib mir die Kisten. Ah, noch ein Auftrag. In dieser Angelegenheit brauchen wir Ihre professionelle Hilfe. Angestellten-Schneepflug auf einer beliebigen Insel. Großartig. Das hat uns lange genug aufgehalten. Gibt's denn hier Schneepflüge? Hier nicht. Da auch nicht. Ich meine, wir kriegen jede Menge Petrochemikalien. Das ist toll, das ist super, das ist klasse. Aber wir brauchen Iridium. Ausgerechnet das, was wir drüben in Massen haben, kriegen wir hier überhaupt nicht. Soll das auf meiner Insel rumstehen, der Schneepflug? Muss der denn hin? Schneepflug? Schiff, du kannst schon mal weiter. Kannst schon mal wieder zum Raumhafen. Ich kümmere mich derweil noch weiter um den Schneepflug. Das ist er doch. Die beste denkbare Methode. Gut, Petrochemikalien bekommen. Das ist toll. Wir haben jede Menge Petrochemikalien, aber kein bisschen Iridium. So, Fracht entladen. Sie haben den Auftrag ganz vorzüglich erledigt. Aktivieren Sie Zünder. Darf ich? Uiuiuiui. Na, sehr schön. Diese Kanäle werden uns helfen, die Welt zu ernähren. Ich melde mich, wenn der zweite Kanal bereit ist. Okay. Okay. 50 Logistik in diesem Sektor. Top. Und er haut ab. Wo willst du hin? Zum nächsten Punkt, der gesprengt werden muss. Ab wann darf ich den denn annehmen? Auch erst ab Stufe 10? Oder vielleicht noch später? Wenn wir Lei Sheng geholfen haben? Tja, hier geht nichts mehr. Diese Anfrage ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich vertraue Ihnen. Ja, das ist schön. Wir haben jetzt 87 Logistiktransporte. Könnten uns noch weiter um Essen kümmern, wenn wir Petrochemikalien einsetzen, die wir haben. Das ist gut. So. Solange ich meine Forschung fortführen kann, geht es mir gut. Essen müssten wir jetzt genug haben. Genau, Fisch ist auch noch da. Fisch ist auch noch vorhanden. Die Neuroimplantate sind nur so wenig, weil wir sie exportieren. 16, das ist Wahnsinn. Produktion insgesamt eigentlich 22. Und Superlegierungen kommen ein wenig langsam, aber das ist nicht schlimm. Die können sich auch ruhig Zeit nehmen. Gut, dass Sie da sind. Ich habe... Glaub jetzt nicht, ich würde das öfter tun. Aber vielleicht... Kommen Sie nur herein, es freut mich. Ja, hier wohne ich. Och, alle Petrochemikalien, keiner Iridium. Das ist doch zum Heulen.
Bin froh, dass wir überhaupt so viel Essen haben. Solange ich meine Forschung fortführen kann, geht es mir gut. Das ist schön. Zeig mal her, was können wir denn sonst noch so bauen, mein Kleiner? Noch nichts. Wir brauchen Korallenfarmen. Das wird wahrscheinlich so sein wie beim Fisch. Einfach ins Wasser rein und fertig. Auch an diesem Punkt, an dieser Insel, da können wir einmal hinten rumgehen. Das ist top. Sehr, sehr gut. Aluminium sieht noch gut aus. Plasmaschmelzer. So, jetzt kriegen wir noch mehr davon. Und Aluminium sieht wieder schlecht aus. Auch da müssen wir bald für eine bessere Versorgung sorgen. Export 4. Das ist okay. Superlegierungen sind mittlerweile ziemlich hoch. Die wir hier allerdings nicht brauchen, so wie es aussieht. Iridium ist mir wichtiger. Iridium brauchen wir eher. Möchtest du zur Abwechslung mal was für mich? Ich bin heute im Homeoffice und ich habe einen Job für Sie. Eine Sache weniger, um die wir uns kümmern müssen. Etwas auf einer Insel zu finden ist immer einfach. Das mache ich am liebsten. Da suche ich nämlich gerne mal rum. Da findet man auch Metallschaum. Allein Ihnen zur Verfügung. Allein mir? Warum magst du mich mit mal und stellst mir den zur Verfügung? Das hast du vorher nicht getan. Da ist er. Sie haben brauchbare Arbeit geleistet. Lei Sheng ist der führende internationale Energieversorger. Kein Wunder, dass die Firma die Konkurrenz im Auge behält. Wir werden auch gut mit Lei Sheng zusammenarbeiten können. Aber vorerst brauchen wir mehr Leute. Transportzentrum kommt später. Dass die auch immer im Warmen sitzen müssen, ist ja furchtbar. So, gleich noch Straßen dazu zimmern. Alles völlig schief und krumm hier. Mein tief empfundener Dank. Sehr ruhig. Wie viel brauchen wir denn, um das da zu bauen? 500, na, da sind wir ja gleich. Sehr schön, neue Gebäude verfügbar. Korallenfarm. Und dann können wir irgendwann das Pharma-Labor bauen. Sehr gut. Okay. Dazu brauchen wir einen Weg. Ja, möglichst an der Seite, dass wir auf der anderen Seite noch bauen können. Wer kümmert sich dann um das Problem? Das weiß ich doch nicht. Denk dir was aus. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, die Stimulanzien, die kommen gleich. Wir wollen bloß einmal schnell das hier alles abreißen. Genau. Wir bauen ja jetzt erst die ersten Korallenfarmen. Die Stimulanzien kommen jetzt dazu. Die baue ich auch schön hier hin. Ja doch, hier hin. Damit wir die neuen Produktionen gleich drumherum bauen können. Und dann ist hier überall Wärme, die hier nutzen. Es macht mir nichts aus. Mir macht das auch nichts aus. So, Stimulanzien sind noch nicht ganz oben. Das wird gleich noch mehr, wenn die erstmal produziert wurden. Oder? Wie sieht's aus? Stimulanzien sind sehr, sehr niedrig. Tiefseekorallen. Warum kriegen wir keine? Brauchen wir etwa ein Transportzentrum in der Nähe? Wo ist denn das nächste? Plasmaschmelzer. Gemeindezentrum. Wir haben hier hinten gar keins. Nee, der ist ziemlich langsam unterwegs. Okay, Transportzentrum. Wie sieht's jetzt aus? Immer noch nicht besser. Verbrauch minus 7. Produktion gerade mal plus 2. Oh, das muss ausgebaut werden. Noch minus 3 und die Korallen gehen runter.
Okay, alles teuer. Alles schwierig, aber die Korallen sind hochgegangen. Und wir kriegen mehr Stimulanzien. Ihr wisst schon, dass es ziemlich teuer ist, was ich gerade mache. Können die auch nicht so gut nebeneinander bauen. Kommt da denn noch ein Zelt hin? Klappt das? Ja, klappt gerade so. Gut, dann bauen wir das nochmal.